Schönen guten Morgen von meiner Seite. Hanna Bartkowiak ist mein Name. Ich arbeite inzwischen seit 3 Jahren bei der SAP und kümmere mich dort um die ganzen Kunden, die aus dem Handel, aus dem Einzelhandel und aus dem Großhandel kommen. Ich darf heute mit Ihnen über das Thema Big Data sprechen. Was gibt es dort für Innovationen und was macht die SAP dann in diesem Umfeld? Ich habe jetzt natürlich ganz wichtig, wenn man über das Thema Big Data spricht, die Folie, die einmal zeigt, wo kommen denn die ganzen Daten her, wie ist das denn entstanden im Laufe der Zeit. Ich habe aber gedacht, also ich habe die Agenda mir gestern angeschaut, ich habe mir die Vorträge angesehen und habe gedacht, ich zeige das Ihnen mal aus einer anderen Perspektive, jetzt nicht unbedingt ganz wissenschaftlich. Und zwar habe ich mir mal daraufhin meinen Vortrag ein bisschen abgeändert gestern Abend noch, um mal herauszufinden, wo kommen denn diese Daten eigentlich her, dass wir über Big Data-Thematik sprechen. Und wer produziert diese Daten? Und da habe ich jetzt schon einen Schuldigen gefunden. Ich weiß nicht, ich bin sicher, Sie haben das letztes Jahr mitbekommen. Kennen Sie die Ellen von der Ellen-Show? Ja, also das war letztes Jahr auf den Oscars und sie ist da als Moderatorin durch das Publikum gelaufen und hat ein Selfie gemacht mit ein paar anderen. Sie erkennen da vielleicht Julia Roberts mit drauf. Und jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, dass dieser Tweet innerhalb von 4 Stunden 2,3 Millionen Mal geretweetet wurde. Ja, also jetzt haben wir schon einen Schuldigen gefunden, wo die Big Data-Thematik herkommt. Und das Ganze hat nicht lange auf sich warten lassen. Da ist auch sowas entstanden. Ja, also viele Leute fanden es besonders witzig und haben dann ihre eigenen Selfies angepasst mit der Ellen mit drin. Genau, also warum erzähle ich das Ihnen? Ein Grund, wo diese ganze Thematik herkommt, sind natürlich soziale Netzwerke. Ja, das heißt, je nachdem, wo wir uns befinden, wo wir uns im Netzwerk oder überhaupt, wie wir uns bewegen, hinterlassen wir Spuren. Ja? Und eigentlich ist es ein Schatz und Unternehmen sollten diese Daten verwenden, um sie intelligent zu benutzen. Jetzt habe ich mir mal weiter angeguckt. Hatte ich Ihnen schon mal gesagt, also viele der Daten kommen aus sozialen Netzwerken. Jetzt haben wir Twitter, Facebook, wo wir alle aktiv sind. Wir haben natürlich auch einen Haufen Daten, die eingelesen werden über unsere Smartphones. Ja, das heißt einmal, wo bewegen wir uns, auf welchen Homepages surfen wir und das Gleiche gilt für die ganzen verschiedenen Webbrowser. Also das heißt, wir sind unterwegs, wir interessieren uns für eine besondere Thematik und wir bewegen uns durch das Internet und hinterlassen überall verschiedene Datenspuren. Das sind jetzt mal einkategoriert in das Thema Aktivitätsdaten. Ich habe Ihnen mal was anderes noch mitgebracht, die ganzen Sensordaten. Ja, ein Punkt ist nämlich, dass diese vielen kleinen Sensorchips immer günstiger werden. Das heißt, es ist inzwischen ein leichtes, die überall mit einzubauen, weil das kostet nicht mehr so viel Geld, wie das vor einigen Jahren der Fall war. Ich habe jetzt heute auch so eine Fitbit dabei. Ich bin gerne bereit, meine Daten sammeln zu lassen, wenn ich davon einen Nutzen trage. Ja? Das heißt, wir möchten nicht nur die Daten irgendwo haben, damit jemand noch mehr Geld damit machen kann, wie in Google, sondern das heißt, ich persönlich als Individuum, ich möchte jetzt nachher checken, war ich sehr aufgeregt, wie ist mein Herzpuls hochgegangen vor diesem Vortrag meinetwegen, muss ich noch ein bisschen mehr laufen, um meine Schritte zu erreichen für den Tag beispielsweise. Was haben wir denn noch an Daten, die hier diese Big-Data-Thematik produzieren? Ja, das sind natürlich unsere ganzen GPS-Daten. Das heißt, in jedem normalen, gängigen Smartphone heutzutage sind meine Laufwege. Das heißt, ich weiß genau, wo ich mich befinde, das Handy, das trackt, wo ich mich aufhalte. Und das sind natürlich auch Daten. Ich habe hier noch ein anderes Beispiel mitgebracht, diese Smart Alarm. Das heißt, je nachdem, wenn ich irgendwo hin muss und es sind viele Verkehrsmeldungen auf der Straße, dann werde ich früher geweckt. Ja? Und diese ganzen Punkte, hier sprechen wir nicht über die Zukunft. Das sind alles Sachen, die sind heute schon da. Und da können wir, ich glaube, das glauben Sie mir, wenn ich sage, das wird nicht weniger in den nächsten Jahren werden. Was macht dann die SAP damit? Also warum bin ich denn hier eingeladen worden? Wenn man über diese ganze Masse an Daten spricht, geht es darum, dass man das natürlich intelligent verwenden möchte. Und was ich Ihnen jetzt hier mal dargestellt habe, ist, wie die Systeme eigentlich heute ablaufen. Das heißt, ich als Unternehmen habe Geschäftsanwendungen, da laufen meine ganzen transaktionalen Daten rein. Ja, das könnte jetzt so ein Warenfluss sein. Das heißt, der Kunde kommt vielleicht in mein Geschäft, kauft ein spezielles Produkt, Produkt geht weg,
Geld kommt rein. Ja? Das sind so typische transaktionale Daten. In der Informatik werden die in Spalten eigentlich abgespeichert. Ja? Um das jetzt Ganze analysieren zu können, muss man ja große Berechnungen machen. Und da haben wir eigentlich eine separate Datenbank dafür. Also das hier sind transaktionale Daten. Jetzt geht mein Zeiger nicht mehr. Aber der zweite Boppel hier, sehen Sie, das sind jetzt hier meine analytischen Daten. Und um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen, kann man mit solchen Batch-Prozessen arbeiten, die ganzen Sachen zwischenspeichern. Das Problem dabei ist nur, wir haben hier einen riesen Zeitverlust dahinter. Das heißt, wenn jetzt ein Händler ganz genau wissen möchte, wie viel Bestand habe ich denn in einer speziellen Filiale draußen, dann tut mir das schon weh, wenn ich erst zwei Tage später genau weiß, wie hoch meine Bestände waren. Ja? So als Beispiel, ich könnte jetzt gar nicht mehr schnell darauf reagieren, wenn ich weiß, ein besonderer Artikel verkauft sich extrem gut, aber der ist schon nach einem Tag ausverkauft. Und ich bekomme die Analysen zwei, drei Wochen später, das hilft mir nicht mehr in dem Moment. Und aus dem Grund haben wir was Neues entwickelt, das nennt sich SAP HANA, das ist unsere In-Memory-Datenbank. Hier hat man die Möglichkeit, entweder das Ganze, also die Daten, einmal in Spalten abzuspeichern, wie ich das Ihnen vorhin schon gesagt habe, wie man das bei transaktionalen Daten macht. Man kann das Ganze aber auch in Reihen speichern. Ja? Die Idee dahinter ist, dass wenn man jetzt so eine Datenbankabfrage macht, das System muss nicht mehr Zeile für Zeile durchlaufen, um zum Beispiel die Umsätze auszurechnen, sondern ich gehe direkt in die entsprechende Spalte, summiere mir mal auf, was habe ich denn für Umsätze gehabt an dem speziellen Tag, welcher Artikel war mein Topseller, und wir sprechen hier von Echtzeit. Das heißt, die Daten, ich erfahre das nicht erst ein paar Wochen später, zwei Tage später, sondern ich erfahre das jetzt sofort in Echtzeit. Genau. Also wir können darüber gerne später sprechen. Ich bin den ganzen Tag hier. Ich habe nur gedacht, ich gehe jetzt heute nicht zu tief in die Informatik rein. Aus dem Grund habe ich mir mal überlegt, was gibt es denn für Use Cases für den Handel, was die SAP abdeckt. Also Sie sehen, wir haben hier ein riesiges Sortiment. Das sind jetzt nur ein paar Beispiele, die ich mitgebracht habe. Ich möchte jetzt ein paar Sachen zeigen, zum Beispiel für das Thema Fraud Detection. Also warum hilft es denn dem Händler, wenn er jetzt plötzlich in Echtzeit Daten analysieren kann? Ich habe hier etwas mitgebracht. Hier geht es um das Thema im Handel. Betrug an der Kasse. Ja, das ist, da redet man nicht gerne drüber, aber das ist nun mal leider der Fall, dass in der Regel die eigenen Mitarbeiter ein bisschen was dazu verdienen möchten. Was wir hier analysiert haben, ist solche typischen Betrugsfälle. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Kassierer immer besonders hohe Stornowerte hat, ja, oder wenn jemand ständig Retouren einbucht in meinem System, dann möchte ich als Händler da nicht erst drei, vier Wochen später darüber informiert werden. Ich muss das jetzt sofort wissen. Und wir haben das Ganze hier mal so ein bisschen analytisch dargestellt. Da sehen Sie jetzt so eine Übersicht auf eine Karte. Das könnte jetzt so ein typisches Handelsunternehmen sein. Und ich habe intelligente Regeln dahinter. Das heißt, jedes Mal, wenn irgendetwas Verdächtiges bei mir passiert, wird die Revision sofort darüber informiert. Das heißt, der Filialleiter kann zum Beispiel direkt auf seinem Smartphone die Nachricht bekommen, guck mal schnell an Kasse 3, wir haben hier seltsame Vorgänge. So, was könnte das zum Beispiel sein? Also hier analytisch dargestellt, Sie sehen jetzt so eine geografische Mappe und je nachdem, wie groß dieser Bubble ist, sehen Sie, wie hoch zum Beispiel so eine Stornorate ist. Jetzt könnte man an der Seite ein bisschen filtern, dass man jetzt nur eine einzelne Bedienerin anschaut oder dass man, ob man plötzlich herausfinden kann, ob das jetzt nur um spezielle Tageszeiten ist. Ja? Also wir haben hier eine Intelligenz dahinter und das Ganze kann natürlich nur berechnet werden, wenn man das jetzt hier wirklich in Memory macht, also wenn man diese Masse an Daten schnell bewältigen kann. Ich habe ein zweites Beispiel für Sie mitgebracht, warum könnte das denn für den Handel noch relevant sein? Kennt jemand von Ihnen diese zwei Firmen? Ist niemandem bekannt hier drin oder traut sich keiner? Ich kenne es, ich benutze es auch manchmal. Gut, dann ich gehe hier mal drauf ein. Das ist nämlich etwas, was für den Handel eigentlich ziemlich ärgerlich ist. Aber so die typisch deutsche Kultur, würde ich mal beschreiben, ist doch daher ausgeprägt, dass Leute gerne Schnäppchen machen. Ja? Das obere Symbol, das ist hier der Deal Bunny. Wir haben unten den Schnäppchenfuchs. Und was hier passiert ist, ich habe hier mal zwei Screenshots mitgebracht, wenn dem Händler etwas passiert in seinem Webshop, dass er einen falschen Preis drin hat, dann bekommen die ganzen User, die diese App heruntergeladen haben, sofort eine Warnmeldung.
Achtung, hier ist ein Preisfehler. So, das ist jetzt für den Handel ziemlich uncharmant, ja? Weil Sie sehen zum Beispiel, das war hier der Fall von diesem iPhone, das neue 6S. Die Telekom hatte das fälschlicherweise angeboten für 1 Euro. Also können Sie sich vorstellen, dass erstmal Ihre Systeme lahmgelegt wurden, weil plötzlich alle User zugreifen, die möchten jetzt die Ware einkaufen. Und ich weiß, der Händler ist natürlich nicht daran gebunden, dass er jetzt die Ware herausschicken muss, aber er hat natürlich einen riesen Aufwand dahinter. Also er ist natürlich abgesichert in den AGBs, bei den Preisfehlern, aber Sie müssen trotzdem bedenken, der Kunde ist verärgert, wenn er die Ware nicht dazu bekommt, also für diesen Preis bekommt. Und das wäre jetzt ein typischer Use Case, dass man sehr schnell reagieren möchte. Ja? Wenn, was ist denn plötzlich los, wenn unglaublich viele Leute meinen Webshop entern? Genau. So, was habe ich Ihnen dann auch mitgebracht? Ich habe ein paar andere Use Cases hinzugebracht. Und zwar, das war jetzt ein bisschen Betrug, Geschwindigkeit. Aber was können wir denn machen mit Echtzeitdaten, um denn das individuelle Einkaufserlebnis zu optimieren? Ich habe Ihnen ein Tool mitgebracht, das ist eine Zielgruppensegmentierung. Ja, also der Händler könnte damit arbeiten und genau analysieren, wer sind denn meine Kunden, wenn ich jetzt zum Beispiel eine spezielle Kampagne fahren möchte. So eine Kampagne könnte jetzt sein, ich bin ein Lebensmitteleinzelhändler und ich habe vor, ich möchte eine besondere Werbung machen für so einen Kasten Veltins. Was Sie jetzt hier oben in diesem Bubble sehen, das sind meine Bestandskunden, die ich kenne. Das sind jetzt knapp 300.000 Stück. Und auf der linken Spalte sehen Sie einen Haufen Daten, die hinzugefügt werden können. Ja, also das obere, das sind jetzt so typische Daten aus meinem CRM-System. Das heißt, ich weiß zum Beispiel, in welchem Alter sind die Leute. Ich klicke hier mal drauf. Jetzt sehen Sie, ich bekomme erstmal die Möglichkeit, Einblicke zu erhalten, aber ich kann jetzt natürlich Aktionen tätigen. Ja, also ich habe jetzt... Oben haben Sie jetzt noch die Anzahl. Sie sehen, wir haben hier über knapp 300.000 Kunden. Wenn wir jetzt sagen, wir fahren eine Kampagne für eine Alkoholwerbung, dann müssen wir natürlich die minderjährigen Personen ausschließen. Ja, das könnte ich jetzt machen. Ich wähle alle Kunden aus, die registriert sind im Alter zwischen 15 und 17 Jahren und ich schließe die von meiner Promotion aus. So, das heißt, es werden immer weniger Leute. Ja, ich segmentiere ja aus. Was könnte ich als nächstes machen? Ich könnte mir zum Beispiel die Haushaltsgrößen angucken. Ja, also ich sage typischerweise, Personen, die in einem Haushalt leben mit 1 bis 4 Personen, die haben vielleicht ein bisschen mehr Geld zur Verfügung aus meinen Analysen als in Großfamilien. Da möchte ich jetzt andere Preise zum Beispiel gestalten. Das wäre eine Möglichkeit. Was Sie jetzt oben sehen bei diesen Kundendaten, das sind jetzt Daten, die kann der Händler natürlich bekommen, so typischerweise über eine Payback-Karte oder wenn der Kunde in seinem Webstore einkauft. Ich möchte jetzt aber noch weitere Daten hinzuziehen, um Ihnen das mal zu zeigen, was noch möglich ist. Wir haben nämlich jetzt die Möglichkeit, nicht nur die Kundendaten uns anzuschauen, sondern wir bringen jetzt die ganzen POS-Daten hinzu. Wir gucken uns wirklich an, was hat denn dieser einzelne Kunde bei mir tatsächlich gekauft. Da könnte ich mir jetzt hier zum Beispiel anschauen, wie hoch ist denn in der Regel sein Warenkorb? Da könnte ich jetzt sagen, hey, Kunden, die bei mir über 100 Euro regelmäßig lassen, die möchte ich eine ganz besondere Treueaktion für die fahren. Das wäre so eine Möglichkeit, was ich hiermit mache. Ich habe jetzt allerdings mal den Warenkorb angeguckt und nehme jetzt mal die Werte, die ganzen Kunden, die noch nie Alkohol bei mir gekauft haben, ja, die interessieren sich dann wahrscheinlich auch nicht für meine Veltins-Werbung. Das ist jetzt dieser orangene Balken, das ist unter 0%. Das heißt, die könnte ich jetzt einfach mal auswählen, draufklicken und zack, schließ die mal aus. Das sind die Leute, die freuen sich am Ende nicht, die spamme ich nur zu mit dieser Kampagne. Und es werden immer weniger Leute. Jetzt sehen Sie hier, ich habe jetzt nur noch die Hälfte übrig, knapp 150.000 Personen. Jetzt habe ich noch ein weiteres Element mit hinzugezogen. Ja, jetzt haben wir uns angeguckt Kundendaten, wir haben uns angeguckt die POS-Daten, was hat der Kunde tatsächlich gekauft. Jetzt schauen wir uns mal an, wie sieht denn die Kaufwahrscheinlichkeit auf. Was Sie hier auf dieser Seite sehen, das ist eine Lorenz-Kurve, mathematisch genannt. Das ist eine Kaufwahrscheinlichkeitskurve. Das zeigt einmal auf der X-Achse an, wer sind denn meine Top-Kunden, die regelmäßig bei mir einkaufen. Das ist mein A-Kunde, ja. Und auf der anderen Achse, auf der Y-Achse, sehe ich, wie hoch ist denn die Kaufwahrscheinlichkeit wirklich für dieses Produkt. Was ich jetzt hier gemacht habe, also wenn ich jetzt all diese 150.000 Personen anspreche, kostet mich das viel Geld, ja, und ich spamme wahrscheinlich viele Leute zu. Also was ich hier machen könnte, ich sage, ich spreche nur die Top 30% an meiner Kunden mit einer sehr hohen Kaufwahrscheinlichkeit. Jetzt habe ich hier das auch einfach mal angegeben, da würden Sie jetzt sehen, ganz unten in dieser Spalte, das sind jetzt... Weil wenn ich jetzt 30% meiner Top-Kunden anspreche, erreiche ich immer noch 0,62
2,6%. Also das heißt, so von 10 Leuten, jeder zweieinhalbe wird dann am Ende tatsächlich auch etwas diese Werbung beanspruchen und etwas kaufen. Ich könnte das jetzt mal switchen und sage, spreche mal nur meine Top 20% an und Sie sehen, die Kaufwahrscheinlichkeit erhöht sich über 30%. Ich könnte jetzt mit diesen Zielgruppen anders umgehen, dass ich jetzt sage, diese kostbaren Kunden, die auf jeden Fall kaufen, die kriegen vielleicht von mir eine exklusivere Werbung. Sie wissen ja, so Papier kostet richtig viel Geld, wenn man das herausschickt, ja? Gerade wenn das toll foliert ist. Das heißt, die kriegen vielleicht eine ganz besonders ansprechende Werbung und die anderen kriegen vielleicht nur eine E-Mail. Das wäre so eine Möglichkeit. Und wenn wir über Echtzeit sprechen, können wir uns wirklich angucken, zeige mir doch einfach mal alle Kunden, die wirklich in den letzten 3 Wochen bei mir ein neues iPhone gekauft haben, um daraufhin zu sagen, hey, hol dir mal lieber noch eine Schutzhülle dazu, dass ich wirklich zielgruppenspezifische Werbung schalten kann. Ein weiteres Beispiel. So, was habe ich Ihnen dann noch mitgebracht? Genau, das ganze Thema Realtime. Was können wir denn noch machen mit diesen ganzen Daten? Das ist jetzt ein Showcase, den haben wir mitgebracht. Den haben wir dieses Jahr auf der CeBIT ausgestellt vor ein paar Wochen. Was haben wir denn hier gemacht? Wir haben das mit einem Kunden ein Co-Innovationsprojekt gestartet, um wirklich zu analysieren, wie bewegt sich denn der Kunde bei mir durch den Store. Und das Interessante ist, wir können jetzt hier wirklich Zuordnungen machen, sogar zu Kunden, die mir nicht bekannt sind. Ja, das muss ja nicht jeder gerne freiwillig eine Payback-Karte haben. Das heißt, wir haben einen Einkaufswagen genommen und haben Sensordaten eingebaut. Und die wurden in diesem Testmarkt ausgelesen über Bluetooth-Chips. Ja? Das heißt, man konnte ganz genau analysieren, wie läuft denn der Kunde durch den Store und wo bleibt er denn lange stehen. Ich zeige Ihnen mal ein Cockpit dazu, wie das Ganze aussehen könnte. Sie sehen es jetzt auf der linken Seite, das ist jetzt meine Heatmap. Ja? Je nachdem, wo der Kunde sich lange aufhält, wird dieses Bild, der rote Bubble, immer größer. Ja? Das heißt, ich kann ganz genau analysieren, wo befinden sich gerade viele Leute. So, als Händler heißt es für mich, ich könnte reagieren, wenn ich jetzt sehe, dass besonders in den Morgenstunden sehr viel los ist in der Obst- und Gemüseabteilung, dann ziehe ich doch lieber jemanden hinten aus der Drogerieabteilung raus und platziere den dort vorne, dass die Kunden immer gut bedient sind. Das wäre jetzt so ein Insight, was ich daraus gewinnen könnte. Wir haben aber noch mehr gemacht. Wir haben jetzt nicht nur die Laufwege analysiert, sondern wir haben jetzt einen Haufen Daten zusammengebracht. Ja? Zum Beispiel haben wir uns angeguckt, wie spielt denn das Wetter eine Rolle in diesem ganzen Verhalten? Ja, das sehen Sie auf dem anderen Diagramm an der Seite. Ich sehe meine Umsatzzahlen. Wie waren die denn in diesem Jahr bis jetzt? Wie waren sie denn im Vorjahr? Und wie ist denn die Prognose? Was wird denn passieren, je nachdem, wie das Wetter draußen ist? Und so typische KPIs, die mich im Handel interessieren, wenn ich eine vergleichbare Filiale habe, wie schlage ich mich denn von den Umsätzen her? Ja, das sind so alles Informationen. Ich gehe jetzt mal einen Slide weiter und zeige Ihnen, was man noch auswerten kann. Ich habe Ihnen gesagt, die Kunden, auch anonyme Kunden, können hier ausgewertet werden. Und zwar, wenn der Kunde jetzt irgendwo lange steht vor einem Regal und sich dann tatsächlich für Produkte entscheidet, tracken wir das am Ende, wenn er die Kasse passiert und bezahlt, wissen wir tatsächlich, für was er gekauft hat. Ja? Das heißt, wir machen hier so eine Warenkorbanalyse. Also jetzt sehe ich hier in meinem Store in Frankfurt, wie hoch ist denn der Anteil zum Beispiel an Obst und Gemüse in so einem Warenkorb? Ich bekomme aber auch in Echtzeit Warnmeldungen. Das heißt, wenn jetzt hier zum Beispiel in meinem Trockensortiment die Umsätze stark zurückgegangen sind, dann bekommt der Filialmitarbeiter sofort eine Nachricht, dass er darauf reagieren kann. In diesem Fall ist es jetzt eine Warnmeldung, die gekommen ist von der Aktionsfläche. Das heißt, es sind jetzt die ganzen Produkte, die teuer beworben werden an den Gondelköpfen. Ich meine, der Platz ist beschränkt und hier müssen natürlich für den Handel Produkte stehen, wo ich viel Umsatz oder eine hohe Marge dahinter habe. Und jetzt sehen Sie, warum die Warnmeldung gekommen ist. Wir haben hier den Fall mit diesen Gurkengläsern. Das ist jetzt schon seit 2 Tagen, stehen die Gurkengläser in diesem Regal. Ich habe gerade mal 13 Euro Umsatz gemacht. Das ist natürlich eine Katastrophe für den Händler, aber in diesem Fall kann er sehr schnell reagieren und könnte jetzt ein anderes Produkt hinplatzieren. Ja? Ich weiß von ein paar Händlern, die arbeiten sogar mit unserem System so weit, dass die sagen, mach mir doch Vorschläge, zeig mir doch am besten, welches Produkt ich stattdessen jetzt dahin platzieren soll. So, und jetzt habe ich noch etwas, was Letztes für Sie, was ich Ihnen zeigen könnte. Und zwar die Informationen, die auch noch auswertbar sind. Also das heißt nicht nur, dass ich jetzt zum Beispiel untertägig reagieren kann, dass ich vielleicht einmal sage,
platziere mal meine Gurken raus. Die Leute haben draußen gerade überhaupt keine Lust auf saure Gurken. Sondern ich bekomme wirklich mehr Informationen über meine Kunden. Ja? Sie sehen hier so ein Spinnendiagramm. Das zeigt mir mal, an welchen Tagen gehen denn welche Produkte besonders gut. Das hier ist jetzt mal zusammenaddiert auf Warengruppenebene. Ja, ich habe jetzt mal hier oben ausgewählt, zeige mir doch mal meine Convenience-Ware. Und Sie sehen, montags, das ist ein Topseller. Also die Produkte sollten immer vorrätig sein. Aber ich kann jetzt natürlich noch das mir tiefer runterdrillen, dass ich mir das nicht nur auf Wochentagebene anschaue, sondern dass ich mir das genau auf eine Uhrzeit anschaue. Und jetzt sehen Sie, dass gerade in dem Bereich Convenience, dass wir hier Schwingungen haben. Also frühmorgens kommen Leute in meinen Store rein, um 8 Uhr, 9 Uhr früh. Vielleicht sind das so typische Berufstätige, die dann auf die Schnelle noch etwas einkaufen möchten, vielleicht einen kalten Eiskaffee und diese Convenience-Ware mitnehmen. Sie sehen aber nochmal, dass dieser Peak ab 18, 19 Uhr auch entsteht. Ja? Und das heißt, man bekommt so einen Überblick darüber, wo viel Frequenz ist, um welche Uhrzeit und was die Kunden tatsächlich am Ende kaufen. Ja, also das Spannende für den Händler ist wahrscheinlich nicht in diesem Fall, für die einzelne Person ganz genau auszuwerten, was hat denn jetzt der Herr Müller ganz genau in seinem Warenkorb gehabt, sondern es geht darum, wirklich Cluster zu finden, ähnliche Verhaltensweisen, dass ich darauf reagieren kann und zum Beispiel jetzt untertägig auch in meinem Store etwas umstellen kann. Das ist meine Promotion-Fläche, dass ich sage, jetzt typischerweise kommen mittags zur Mittagszeit eher die Schulkinder um 12 Uhr in meinen Markt herein. Da mache ich doch lieber andere Produkte an diesen Flächen, die oft durchgelaufen wird. Genau. So, ich bin, glaube ich, in der Zeit. Und ich stehe jetzt für Fragen bereit. Vielen Dank. Gibt es Fragen? Keine, starte ich mal vielleicht. Erleben Sie, Frau Bartkowiak, dass der Handel Ihnen die Türen einrennt, um all diese Tools zu bekommen und nutzen zu können? Oder sehen Sie auch noch irgendwie, sagen wir mal, Hindernisse oder Widerstände im Handel, dass Sie sich irgendwie noch etwas schwer tun mit diesen interessanten, aber vielleicht manchmal aus Sicht eines Händlers doch erst komplizierten Daten umzugehen? Also wir haben jetzt bei uns erlebt, dass so ganz am Anfang, als HANA neu entstanden ist, dass gerade Händler waren eher sehr kritisch, haben erst überlegt, das ist ein Rieseninvestment für mich. Bringt das denn wirklich etwas? Möchte der Kunde überhaupt dieser gläserne Kunde sein? Aber inzwischen kann man einfach gegenrechnen, ich habe einen kleinen Invest, aber was bringt mir das wirklich tatsächlich am Ende? Und also bei uns bei der SAP ist der Handel eine strategische Industrie, also da geht wirklich viel. Die Kunden sind bereit, viel zu investieren, die sind bereit für Innovationen im Handel. Und wir investieren einen Haufen Geld in neue Entwicklung von coolen Produkten. Also, ja, das ist gut, das läuft. Läuft gut. Läuft. Andere Fragen? Ich noch eine, und zwar, wir haben ja gerade sind ja Studenten hier und viele Studenten sind vertriebsorientiert in dem, was sie im Denken handeln und dem, was sie tun werden und sollen. Glauben Sie, dass eigentlich, auf welcher Ebene werden Ihre Tools vor allem verwendet? Also sprich, ändert sich das Anforderungsprofil an einen Hausleiter, Filialleiter, Verkaufsleiter, damit er all diese Dinge nutzen kann? Braucht man da andere Menschen auch zukünftig mit anderen Skills? Okay, also wir als SAP haben in den letzten Jahren viel Kritik bekommen an den nicht so ganz schönen benutzerfreundlichen Oberflächen, die man viel auch im Studium kennenlernt. Der Punkt ist, dass wir versuchen, die ganze Sache einfacher zu gestalten. Und wir möchten das einfacher gestalten aus allen möglichen Perspektiven. Also sind es jetzt Informatiker, die davor sitzen, die Sachen verändern möchten, die programmieren auf unserer Software. Das können aber auch Endanwender sein, die jetzt ganz normale analytische Fähigkeiten haben müssen. Ich denke nicht, dass jetzt, also es ist natürlich wichtig, dass jemand sehr IT-affin ist, aber ich denke, dass die verschiedenen IT-Unternehmen, also gerade in der SAP, dabei ist, das Ganze viel benutzerfreundlicher zu gestalten. Und ich glaube, da kann man sich nur drauf freuen. Gut, vielleicht für die Studenten, die manchmal über den Mathe-Schein stöhnen. Sie sehen, die Lorenz-Kurve kommt tatsächlich wieder, nicht nur in der Klausur. Lohnt sich also in der Tat aufzupassen. Gut, noch gibt es Fragen aus dem Publikum? Ja? Warten Sie einen Moment. Danke schön.
Hört man mich? Ja. Ich habe eine kurze Frage zu dem Einkaufswagen mit dem Chip. Und zwar, wenn ich da lange vorm Regal stehe und gewisse Ware trotzdem nicht im Einkaufskorb am Ende ist, schließt das System automatisch Rückschlüsse daraus, ob der Kunde die Ware nicht findet oder gibt er diese Info nicht weiter? In Bezug darauf, weil Sie es gesagt hatten, zum Beispiel mit den Gurken, vielleicht findet der Kunde die ja einfach nur gar nicht. Sagt das System die Info? In diesem Fall jetzt nicht. Also wir haben das Ganze durchgeführt mit einem Testmarkt draußen und wir haben die Leute ganz normal einkaufen lassen. Wir haben gesagt, bewegt euch mal ganz normal fort, wie ihr sonst auch immer einkaufen würdet. Und danach haben wir eine Befragung gestartet. Also es kam jetzt nicht die Rückmeldung, dass Leute ein Produkt nicht gefunden haben. Aber wenn wir danach gefragt haben, warum die sich nicht für ein Produkt entschieden haben, dann waren das zum Beispiel eher Preisgründe. Ja, das ist eine gute Idee, die man mit einbauen könnte. Dass man jetzt das müsste man halt erstmal die Daten irgendwie aufheben. Ja. Gut, sonst noch eine Frage? Dann vielen Dank, Frau Podkowiak. Danke sehr.